Dann kam der Augenblick, an dem ich erfuhr, dass mein Papa an der Huntington-Krankheit leidet. Und dass ich sie auch erben kann. In dem Moment sollte sich mein Leben für immer verändern. Für immer verändern. Ich dachte, nein, nicht mein Papa. Ich darf ihn nicht verlieren. Das kann alles nicht sein. Alles ist so trüb und verschwommen, wenn ich daran zurückdenke. Ich glaubte wirklich nicht, dass es noch schlimmer kommen könnte. Doch das Leben hatte anderes mit mir vor. Bei meiner eigenen genetischen Untersuchung kam die fatale Gewissheit. Auch ich trage das Gen in mir. Die Krankheit wurde mein Schatten. Es fühlte sich an, als hätte ein heftiger Wirbelsturm in meinem Inneren gewütet. Ein Sturm, der mich immer weiter in meine negativen Gedanken mitreißt. Immer weiter und tiefer und schneller. Sorgen um meine Familie, meine Zukunft, mein eigenes Ende. Wie viele Jahre bleiben mir noch? Kann ich mit der Krankheit leben? Ich will mich nicht verlieren. Gibt es nicht was, um das Ganze frühzeitig zu beenden? Der Sturm hat mich in seinem Schaden hinterlassen. Dann war da nichts mehr. Leere. Es war so verdammt still. Ich teilte meine Gedanken mit niemandem. Und die Gedanken machten mich krank. Ich konnte nicht mehr. Ich mochte mich selbst nicht mehr. Wieso tue ich mir das alles an? An diesem Tiefpunkt meines Lebens hatte ich nur noch eine kleine Bitte. Der Deutschen Huntington-Hilfe, eine Selbsthilfeinstitution, habe ich heute mein Leben zu verdanken. Ich will meine kostbare Lebenszeit nicht länger verschwenden und Opfer dieser Krankheit bleiben. Ich kann die Situation nicht ändern, aber sie gibt mir die Chance, gestärkt meinen Weg zu gehen. Heute fühle ich mich leicht, habe mich neu entdeckt. Es hat eine Krankheit gebraucht, um mich lebendig zu fühlen. Ich lebe. Und genau dafür bin ich dankbar. Zu lange habe ich mich für meine Angst entschieden. Heute entscheide ich mich für Mut. Durch den Austausch mit Gleichgesinnten realisiere ich, ich kann da nicht allein durch. Ich muss da nicht allein durch. Wir können die Last gemeinsam tragen. Ich bin nicht allein. Auch du bist nicht allein. Auch du hast die Chance, dein Leben zu verändern. Nutze sie. Meine Hoffnung liegt nun in dir. Ich habe mir Hilfe gesucht. Auch du kannst das. Sei mutig. Denn wer an der richtigen Stelle um Hilfe bittet, wird sie bekommen.